Guten Abend aus Hamburg. Mein Name ist Birgit Stratmann. Ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem Online-Abend. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Heute Abend geht es um das Thema des neuen Buches von Vivien, das gerade erst erschienen ist, Echter Wohlstand. Ich sage gleich noch den ganzen Titel. Und das ist ja gerade in Corona-Zeiten, wo wir im Äußeren sehr eingeschränkt sind, eigentlich das Thema, wie wir sozusagen innerlich reich sein können oder was innerlich vorhanden ist. Darüber nachzudenken, eröffnet uns neue Möglichkeiten und dazu dient dieser Abend als Impuls und natürlich dann auch die Lektüre des Buches. Und Vivien wird mit einigen interaktiven Elementen etwas zu den verschiedenen Dimensionen des echten Wohlstands machen, die in dem Buch auch erklärt werden. Und es gibt so einen Wechsel, habe ich schon gesehen, zwischen ein bisschen Impuls und gemeinsamen Übungen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis. Wir sind gemeinnützig. Das Netzwerk Ethik heute ist gemeinnützig und für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen. Und wir freuen uns über eine kleine Spende, damit wir Abende wie diese veranstalten können. Das Spendenkonto schreibe ich euch später noch in den Chat. Jetzt möchte ich euch die Referentin vorstellen. Vivien Dittmar ist Autorin, Referentin und Gründerin der Stiftung Be the Change, Stiftung für kulturellen Wandel. Und wir kennen uns schon ein Weilchen. Wir hatten Vivien vor einigen Jahren schon zu Gast in Hamburg zu einem Workshop über Emotionen. Daran denke ich sehr gerne zurück. Und Vivien engagiert sich seit 20 Jahren für eine holistische Entwicklung von Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft und Bewusstsein. Und das ist ja auch unser Ansatz vom Netzwerk, so ein bisschen diese Ebenen persönliche Entwicklung und gesellschaftliches Engagement zu verbinden. Vivien Dittmar hat einige Bücher verfasst, zum Beispiel Der emotionale Rucksack oder Das innere Navi. Und gestern erschien ihr neues Buch Echter Wohlstand, warum sich die Investition in inneren Reichtum lohnt, im Kailash Verlag. Und jetzt gebe ich an Vivien und freue mich auf den Abend. Danke, Birgit. Danke für die Einführung. Danke auch für die Einladung. Es ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, wenn ein neues Buch erscheint und der Tag, wo es dann wirklich da ist. Und ich freue mich sehr, dass wir zusammen diesen Abend veranstalten können, wo ja, ich ein bisschen tiefer eintauchen kann mit euch in die Thematik und eben auch euch mitnehmen möchte in eine kleine Reflexionsreise für jeden Einzelnen mit Ideen, wie kann jeder anfangen, noch mehr echten Wohlstand im eigenen Leben zu kultivieren. Das ist so meine Absicht für den heutigen Abend. Und zugleich ist echter Wohlstand für mich kein rein persönliches, individuelles Thema, sondern es ist vor allem ein gesellschaftliches Thema. Das heißt, meine Zielsetzung in meiner Arbeit und auch mit dem Buch ist es, uns einzuladen, uns auf den Weg zu machen in eine neue, echte Wohlstandsgesellschaft. Und uns selbst auch als Entwicklungsland zu erkennen. Ich möchte kurz ein bisschen über meine Geschichte erzählen, die sehr eng damit verwoben ist, warum ich dieses Buch geschrieben habe und warum ich tue, was ich tue. Ich habe meine Kindheit und Jugend in sehr unterschiedlichen kulturellen Kontexten verbringen dürfen. Und zwar nicht nur unterschiedlichen kulturellen, sondern auch unterschiedlichen sozioökonomischen Kontexten. Und zwar bin ich in Deutschland geboren und dann im Alter von 4 Jahren mit meinen Eltern auf die Insel Bali ausgewandert, die damals noch sehr anders war als heute, und habe dort in einem kleinen Dorf gewohnt mit meinen Eltern und habe sehr schnell Freundschaft geschlossen mit den Kindern des Dorfs und vor allem mit einem Mädchen, mit der ich bis heute befreundet bin. Und sie hat mich eingeführt in die balinesische Lebensweise. Sie hat mir die Sprache gelehrt und ja, mich in vieles, vieles eingeführt. Und ich hatte dann das Privileg, immer wieder nach Europa zurückzukehren und auch wieder nach Bali zurückzukehren, bis vor wenigen Jahren. Und konnte deshalb immer wieder den starken Kontrast für mich reflektieren. Und das eben von sehr jungen Jahren an. Und was ich bemerkte und was mich zutiefst irritierte, war, dass natürlich die Menschen dort materiell wesentlich weniger hatten als wir hier. Zugleich beobachtete ich, spürte ich bei ihnen eine völlig andere Form von Wohlstand, die ich bei uns schmerzlich vermisse. Und diese Wahrnehmung konnte ich lange nicht in Worte fassen und sie hat mich sehr irritiert, vor allem als ich noch sehr klein war,
weil es auch so im Widerspruch war zu dem, was mir gesagt wurde. Was mir gesagt wurde, war immer, die sind so arm und wir sind so reich und schau, wie gut du es hast. Und mein Empfinden deckte sich einfach nicht damit. Auch wenn ich natürlich gesehen habe, dass das Leben teilweise hart war, wenn es materiell einfach so wenig gab. Das Ganze spitzte sich dann noch mehr zu, als ich im Alter von 13 Jahren mit meiner Mutter in die USA auswanderte und dort durch eine Verkettung von Umständen auf einer super elitären Internatsschule landete, also wo sie die Superreichen aus dem ganzen Land so ihre Kinder hingetan haben. Und da war das Ganze noch extremer. Also es gab unglaublichen Reichtum und eine unfassbare innere Armut. Und das Ganze hat mich so durcheinander gebracht, dass ich nach dem Abitur erstmal auf schnellstem Wege zurück nach Asien bin, um herauszufinden, was da eigentlich los ist. Und da mehrere Jahre dann in Indien verbracht habe. Und mich dann eben viele Jahre der Entwicklung von innerem Wohlstand gewidmet habe bei mir selbst und auch in der Arbeit mit Menschen und dann aber irgendwann verstanden habe, wenn wir das Ganze nicht gedreht kriegen, dann können wir immer wieder an den Symptomen rumdoktern in jedem Einzelnen, aber die Menschen werden schneller kaputt gemacht, als wir sie wieder aufpäppeln können. So. Ja, und ich möchte jetzt einsteigen in das Thema des heutigen Abends. Und bevor ich über Wohlstand spreche und über echten Wohlstand und auch über die 5 Dimensionen von echten Wohlstand, die ich jetzt formuliert habe in dem Buch, möchte ich zunächst einmal über Armut sprechen und über diese innere Armut. Und ich möchte da zum Einstieg kurz 2 Bilder zeigen. Und das sind 2 Bilder, die mich emotional sehr, sehr berührt haben, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das war vor einem Jahr. Ich habe damals eine Baumpflanzinitiative ins Leben gerufen, wo wir Arbeitsplätze schaffen in den ärmsten Regionen der Welt und aufforsten. Und ich habe Bilder bekommen von unserem Pflanzpartner. Und 2 davon möchte ich eben jetzt zeigen, weil sie mich an etwas erinnert haben. Und zwar haben sie mich erinnert an das Leuchten in den Gesichtern der Menschen, das ich eben in Bali meiner Kindheit erlebt habe und das ich hier nie gesehen habe. Und meine Bitte ist einfach an euch, dass ihr diese Bilder einen Moment auf euch wirken lasst und einfach einen Moment Kontakt aufnehmt mit diesem Menschen, der euch da anschaut. Und während ihr diesen Menschen betrachtet, möchte ich euch bitten zu schauen, was berührt das in euch? Was macht das mit euch? Welche Gefühle werden da ausgelöst, möglicherweise? Vielleicht tauchen auch Gedanken, aber mich interessieren die Gefühle gerade mehr. Und dann gibt es noch ein 2. Bild, das mich auch sehr berührt hat. Ja, und wenn ihr wollt, vielleicht wollt ihr kurz in den Chat schreiben, was in euch aufgetaucht ist beim Betrachten dieser Bilder, wenn ihr Worte habt, die mich einfach interessieren, dass wir vielleicht ein bisschen einen Klang bekommen. Freude, Ruhe, Liebe, Wärme, die Erinnerung, so war ich auch mal, Lebensfreude und Friede und Zufriedenheit, Wärme, Beseeltheit, Herzlichkeit, Fröhlichkeit öffnet mein Herz, Sehnsucht nach Wärme, Unbeschwertheit, Wärme im Herzraum, glückliche Erinnerungen an meine Kindheit in Ostafrika, inneres Lächeln, Tiefe, Traurigkeit, weil es das hier kaum gibt, berührt und glücklich, Trauer, in sich ruhen, Unbeschwertheit, Sehnsucht, Lebensfreude im Moment, im Augenblick sein. Amalia sagt, sie nimmt Frieden und Freude wahr, all das gesagt und ein wenig Neid.
Ja. Jenseits von Worten, tief, tief berührt, gezeichnet von Leben und trotzdem voller Liebe. Ich danke euch. Ja, mein Herz pocht. Mein Herz pocht, weil ich lange nicht wusste, bin ich die Einzige, die das wahrnehmen kann. Ich hatte oft den Eindruck, ich bin die Einzige und alle anderen sehen das nicht. Freude, Offenheit, Unbeschwertheit, Tiefe, Zuversicht, das Gefühl, etwas verloren zu haben. Ja, danke euch für euer Teilen. Beschämung, dass ich keinen Zugang habe zu dem, was da ausgedrückt wird. Freude und Dankbarkeit. Ob ich das erste Bild nochmal einblenden kann? Ja, gerne. Moment. Es hat ein bisschen seine Tücken hier. Ich kenne das schon. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Ja, und jetzt nochmal zurück. Nee. Okay, ja, genau. Okay, danke für euer Teilen. Und jetzt würde ich euch gerne zu einer zweiten Reflexion einladen. Und zwar ist es eine Reflexion über unsere Armut kulturell. Also nicht du persönlich, sondern wir als Gesellschaft. Und doch mal kurz in dich gehen, vielleicht auch dich erinnern an deinen Tag. Wie ist das, wenn du durch die Straßen läufst, wenn du die Menschen siehst? Kannst du das benennen, was uns fehlt, was du vielleicht in diesen Bildern siehst? Und nimm dir einen Moment, um einfach zu schauen, was taucht in dir auf? Was sind Symptome von unserer Armut? Wie nimmst du sie wahr? Kannst du sie benennen? Vielleicht auch in dir. Und dann auch die Einladung, das in den Chat zu schreiben, dass wir auch hier wieder so einen kleinen Klang haben. Isolation, isoliert, eng, schwer. Uns fehlt Nähe zu anderen und zu uns selbst. Wir sind zu sehr im Außen. Angst, Vertrauen fehlt, dass Beziehungen halten. Ich bin oft traurig, die anderen nicht in Lebendigkeit wahrzunehmen. Ich vermisse bei vielen das im Jetztleben, einfach da zu sein, Entfremdung, Augenkontakt ist selten, Unverbundenheit, wenig Lebendigkeit, das dauernde Streben nach mehr, getrennt sein von den Menschen, Hetze, Härte im Gesicht, Urvertrauen fehlt, abgeschnitten sein, unstillbarer Hunger, angestrengt, so viele Masken, keine Zeit, Eile, unverbunden, Unbeschwertheit, Gegenwärtigkeit. Es fehlt ein kurzer Moment der Beziehung, des Wahrnehmens. Sehr im Negativen gefangen, fern von dem Sinn und der Natur. Ich kann das Gegenüber nicht sehen. Verlorenheit. Einsam, deprimiert. Sich einlassen können und wollen fehlt. Okay. Ja, danke. Danke für euer Teilen. Ich gehe mal kurz hier raus. Ach Quatsch, nee, ich gehe nicht raus. Genau, ich wollte euch nämlich jetzt mitteilen, was ich so versucht habe zu kristallisieren. Ich habe mal so 5 Symptome unserer Armut versucht rauszukristallisieren und die Liste ist sicher viel länger. Ihr habt ja einiges genannt und trotzdem habe ich versucht, das ein bisschen runterzubrechen. Und zwar zum einen nehme ich eine chronische Unzufriedenheit wahr. Es ist nie genug, es ist nie gut, es ist einfach, es fühlt sich nicht gut an und das immer, fast immer. Ich nehme sehr viel Hetze und Stress wahr und zugleich, und das scheint so widersprüchlich, sind wir wahnsinnig angewiesen auf Zeitvertreibe, also dass wir uns die Zeit vertreiben. Das heißt, wir haben Angst, entweder wir haben nicht genug Zeit oder sie wird uns zu viel und beides zeugt von einem tiefen Unfrieden mit der Zeit. Einsamkeit, das haben ein paar ja auch genannt. Das ist etwas, was man nicht nur subjektiv wahrnimmt, sondern wo es inzwischen auch sehr viele statistische Erhebungen und Studien zu gibt. Was mich bei meiner Recherche besonders erschrocken hat, war, wir wissen, dass Senioren natürlich sehr gefährdet sind, zu vereinsamen. Aber was mir nicht bewusst war, dass die Generation Y und die Generation Z noch einsamer sind als die Senioren. Und zwar
Y, Z noch mehr als Y, also noch jünger, noch einsamer. Das ist mir sehr nahe gegangen. Dann eine innere Leere, die für mich einfach nur wahrnehmbar ist, in diesem unglaublichen ständig abgelenkt sein müssen, im Außen sein müssen. Und die vielfachen Süchte, also eine unglaubliche Abhängigkeit von ganz vielen Kompensationen und so weiter. Ja, das ist jetzt mal ein Versuch, das zu greifen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht einfach auch, gerade sich das anzuschauen, das an sich ranzulassen. Und mir war es wichtig, erstmal damit zu starten, weil nur dann können wir auch wirklich einen ehrlichen Blick auf den echten Wohlstand werfen, wenn wir erstmal sehen, okay, was ist denn unsere Situation? Und dann können wir schauen, wie können wir den echten Wohlstand kultivieren. Was ich sehr spannend fand in meiner Recherche und der Auseinandersetzung mit dem Buch, für das Buch, war tiefer einzutauchen in die Frage, warum sind wir denn so arm? Was ist denn da passiert? Warum ist es denn so, dass ich eben in der Super-Elite-Schule in den USA so viel Armut und nicht nur Armut, sondern richtige Not kennengelernt habe in den Menschen? Und warum ist es so, dass eben auch in Europa ich einfach ja, viel innere Armut wahrgenommen habe im Vergleich zu zum Beispiel Bali? Und da habe ich ein paar Treiber identifiziert von dieser Armut oder ein paar Dynamiken, die das Ganze antreiben, und die möchte ich kurz thematisieren. Und das ist sicher keine umfassende Analyse des Themas, aber für mich war es sehr wertvoll, mir dieser Dynamiken bewusster zu werden. Und zwar möchte ich beginnen mit erstmal der ökologischen Ebene, wo es ein ziemlich bekanntes Phänomen schon gibt, und es ist trotzdem gut, sich es nochmal bewusst zu machen. Und das ist eben der sogenannte Take-Make-Waste-Ansatz. Also dass das, was wir Wohlstand nennen, das Ergebnis ist von einem System, das sich eben Take-Make-Waste nennt. Und das bedeutet einfach nehmen, machen, wegwerfen. Und was wir machen ist, wir nehmen aus der Natur, aus den Ökosystemen. Wir machen daraus alle möglichen Dinge. Darin sind wir sehr, sehr gut. Wir benutzen sie natürlich auch kurz, aber je schneller wir sie entsorgen und durch neue Dinge ersetzen, desto besser ist das für das Wirtschaftswachstum. Und das ist ja immer noch unser Indikator für Erfolg. Und dieses lineare System von Take, Make, Waste ist letztlich die Quintessenz von dem, was uns gerade auf den Abgrund zurasen lässt, kollektiv, und die Ökosysteme einfach an den Rand des Kollapses bringt. Schon jetzt sind 23% der Erdoberfläche aufgrund von menschlicher Aktivitäten nicht mehr fähig, Leben zu erhalten. Was für mich, das ist ziemlich bekannt, aber was für mich nicht so klar war, ist, dass sich eine ähnliche Dynamik auch in anderen Bereichen abspielt. Und ich habe versucht, das jetzt hier mal darzustellen, und zwar zum Beispiel auch auf der Beziehungsebene, dass da ein ähnlicher Prozess bei uns schon relativ weit vorangeschritten ist, wo wir intakte Beziehungsgefüge genommen haben, sie zunehmend durch Dienstleistungen ersetzt haben oder Dienstleistungen daraus gemacht haben und im Ergebnis eine starke Isolation erleben und Menschen auch regelmäßig aussortiert werden, wenn sie eben nicht dem Nützlichkeitsprinzip mehr entsprechen. Und das ist ein großer Treiber von unserer Vereinzelung und von unserer Verarmung. Und was stark dahinter steckt, ist meines Erachtens ein falsches Bild von, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Wo wir eben meinen, Erwachsensein bedeutet, möglichst unabhängig zu sein, möglichst niemanden zu brauchen. Und was uns meistens nicht bewusst ist, ist, dass das eine große Abhängigkeit von Geld erzeugt. Dafür, dass wir unabhängig sind von Beziehungen beispielsweise. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu vielen traditionellen Kulturen, wo Menschen sehr, sehr abhängig sind voneinander, was natürlich nicht immer einfach ist. Aber dadurch legen sie sehr viel Wert darauf, die Beziehungen zu erhalten und sind natürlich hochgradig motiviert, auch schwierige Beziehungen zu durchleben und
weiter aufrechtzuerhalten und füreinander da zu sein. Und das ist etwas, wo es natürlich sehr praktisch ist, zum Beispiel, wenn die Oma keine Lust hat, das Enkelchen zu hüten, dann tue ich es halt in die Kita und die Oma kann machen, was sie will. Natürlich ist das praktisch. Oder wenn ich in einer Beziehung bin, wo ich nicht gut behandelt werde, ist das super, dass ich diesen Menschen nicht in meinem Leben haben muss. Aber es hat alles eine Kehrseite. Und die Frage ist, wo ist der Punkt, wo wir eben dann einfach in der Vereinzelung landen, weil alles durch Dienstleistungen ersetzt wurde. Und der dritte Treiber, den ich kurz beleuchten möchte nach dieser Dynamik, ist eben auch, wo ganz viel von unserer natürlichen Kreativität als Menschen genommen wird in diesem System, in Produkte verwandelt wird und in etwas umgewandelt wird, wo wir konsumieren und letztlich unglaublich viel kostbare Lebenszeit verschwenden. Und auch innerlich verarmen, weil wir unsere eigenen Gaben, unsere eigene Kreativität nicht mehr leben, weil sie einfach komplett entwertet sind. Das sind jetzt mal so verschiedene Dynamiken, die sich abspielen und wo es meines Erachtens und meiner Erfahrung nach auch wichtig ist, sich dieser Dynamiken bewusst zu werden, damit wir anfangen können, sie zu durchbrechen, damit wir anfangen können, uns von diesem Sog auch zu befreien, der da ist. Und auch diesem Druck, der da ist. Es gibt in unserer Gesellschaft unglaublich viele Anreize, um diese Logiken zu bedienen. Und es braucht eine gewisse Emanzipation, um sich eben anderen Werten zuzuwenden. Und das ist eben jetzt gleich das Thema von dem Großteil unseres Workshops. Weil natürlich möchte ich nicht die meiste Zeit darüber sprechen, wie schlimm alles ist, sondern ich möchte vor allem mit euch darüber sprechen, wie wunderschön das Leben ist und wie viel schöner es noch sein kann, wenn wir uns bewusst auf echten Wohlstand ausrichten. Ja, ich möchte jetzt den Fokus verschieben auf das Thema echter Wohlstand, was ja unser eigentliches Thema heute Abend ist. Ich bin mir sicher, ihr habt durch die Fotos am Anfang schon eine Ahnung bekommen und ich habe von euch auch gehört, dass ihr irgendwie wisst, was ich meine. Und trotzdem fand ich es für mich super wertvoll, diesen Begriff echter Wohlstand runterzubrechen in verschiedene Dimensionen von Wohlstand. Und das ist definitiv ein Versuch oder ein Angebot. Man könnte sicher auch andere Dimensionen benennen. Und ich habe eben nach längerer Reflexion gemerkt, dass diese fünf schon mal ziemlich viel abdecken und auch sehr stark ineinander greifen. Das heißt, was diese fünf Dimensionen, die ich gleich beschreiben werde, tatsächlich beschreiben, sind ein Phänomen und nicht fünf Phänomene. Ja, das ist mir wichtig zu betonen, weil die einander bedingen und ineinander greifen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in unserem Leben natürlich feststellen werden in der Reflexion, da habe ich größere Defizite als in einem anderen Bereich. Und trotzdem ist es meiner Erfahrung nach wichtig, dass wir wirklich in allen Bereichen schauen, wie kann ich das kultivieren, wie kann ich das nähren, wie kann ich das fördern. Bevor wir einsteigen, ist es mir noch wichtig zu sagen, echter Wohlstand ist qualitativer Wohlstand. Ich sage es nochmal, echter Wohlstand ist qualitativer Wohlstand. Und wir sind in unserer Gesellschaft ja sehr stark fixiert auf monetären Wohlstand, auf demnach quantitativen Wohlstand. Das heißt, einen Wohlstand, den wir messen können und den wir vor allem auch akkumulieren, also horten können, wo wir immer mehr davon ansammeln können, bis wir irgendwann auf der Liste der 100 Reichsten auf Platz 25 sind oder was auch immer. Das ist so unser Verständnis von Wohlstand. Und bei echtem Wohlstand ist es so, dass wir ihn nicht horten können. Wir können ihn nicht ansammeln, weil er eben nicht in der Form quantifizierbar ist und auch nicht in der Form akkumulierbar. Aber wir können ihn kultivieren wie einen Garten. Das heißt, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mein Leben dem Akkumulieren von finanziellem Wohlstand widme oder ob ich mich eben mehr auf echten Wohlstand ausrichte. Und ich finde das Bild eines Gartens dabei sehr hilfreich, weil ein Garten einfach Zeit braucht, um zu wachsen und um sich zu entwickeln.
Und wir können sehr leicht ein intaktes Ökosystem nehmen, wie ich das vorhin gezeigt habe, und daraus alle möglichen Produkte machen. Das geht sehr schnell. Aber umgekehrt, aus diesen 23% Erdoberfläche, die eben kein Leben mehr erhalten können, wieder intakte Ökosysteme zu machen, das funktioniert nicht so leicht. Und das ist eben der Prozess, in dem wir gerade sind, dass wir merken, oh, das ist ein ganz neues Lernen. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die Beziehungswüsten oder die Kreativitätswüsten oder die spirituellen Wüsten, in denen wir leben. Gut, steigen wir mal ein in die 5 Dimensionen von echtem Wohlstand. Okay, jetzt tut es, was es soll. Und zwar möchte ich gerne beginnen mit Zeitwohlstand, weil das ist etwas, was in unserer Gesellschaft einfach überdeutlich ist. Eben wie wir vereinnahmt sind von Hetze und wie sehr auch das Gefühl, keine Zeit zu haben, bei uns normal ist und fast schon zum guten Ton gehört. Und es ist absurd, wenn wir es ein bisschen, wenn wir einen Schritt zurück machen und das von außen betrachten, dann erscheint das so absurd, dass wir unglaublich viele zeitsparende Maschinen haben und Technologien und trotzdem so wenig Zeit. Und das ist etwas, das ist schon vor Jahrzehnten einem ganz wichtigen Vordenker aufgefallen, nämlich dem Ökonomen E.F. Schumacher. Er hat damals das Buch Small is Beautiful oder Rückkehr zum menschlichen Maß geschrieben. Das war ein internationaler Bestseller und ist heute leider noch so aktuell wie damals. Und er hat eben nach ausgedehnten Reisen auch durch Asien eine völlig absurde These formuliert. Und zwar hat er die These formuliert, dass Menschen in einer Gesellschaft also mehr Muße haben, wenn sie weniger zeitsparende Technologien haben. Und dass der Raum für Muße schwindet mit der Zunahme von zeitsparenden Technologien. Und das ist eine These, die erscheint auf den ersten Blick völlig absurd. Und gleichzeitig ist es etwas, was sich bewahrheitet durch Beobachtung. Und zwar sowohl, wenn wir die Entwicklung in unserer Gesellschaft anschauen, als auch die Entwicklung oder die Lebensweise in Kulturen, wo nicht so viele zeitsparende Technologien zur Verfügung stehen. Und die Beobachtung ist deshalb wichtig, weil sie gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis darauf, was der Treiber ist hinter unserer Zeitarmut. Und das ist eben, dass wir diesen Technologien ständig hinterherlaufen müssen und mit ihnen mithalten müssen. Und es bis jetzt versäumt haben, sie zu nutzen, um zu entschleunigen. Also das könnten wir ja machen. Für mich ein tolles Beispiel ist, meine Mutter erzählt mir gerne, dass als sie Kind war, Wäsche waschen eine tagesfüllende Aufgabe war. Und da waren ihre Mutter und ihre Tanten den ganzen Tag beschäftigt, Wäsche zu waschen, einmal in der Woche. Und heute mache ich meine Waschmaschine an und komme eigentlich selten auf die Idee, mich dann über einen freien Tag zu freuen. Und ich vermute, den meisten geht das ähnlich. Und das ist ja nur ein Beispiel von unzähligen, wo wir einfach, weil alles so schnell geht, alles immer schneller machen und die Tage immer voller packen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass das Gegenstück zu dieser Hetze und dem Stress ist auch unser Unfrieden mit der Zeit, wenn wir sie denn mal haben, was ja jetzt im Lockdown für viele Leute passiert ist, wo wir merken, wir brauchen dann unbedingt ganz viele Zeitvertreibe, also dass uns die Zeit ja nicht zum Überdruss wird. Und diese Muße, dass wir einfach fähig sind, einfach mal da zu sein und diesen Moment einfach zu erleben, und damit meine ich noch nicht mal zu meditieren, sondern einfach da zu sein, die ist uns einfach sehr stark abhanden gekommen. Ja, und Zeitwohlstand hat sich in meinem Leben vor allem durch Entschleunigung erschlossen. Und je mehr ich in meinem Leben, und das mache ich seit Jahren, mich auf Entschleunigung ausgerichtet habe, je langsamer ich wurde, desto mehr lebe ich in einem Erleben von Zeitwohlstand. Und dafür ist es sehr, sehr hilfreich, Zeit mit Kindern zu verbringen. Ich habe gesehen, wir haben auch ein paar Kinder mit im Call oder auch mit alten Menschen. Das ist auch sehr hilfreich. Oder mit kranken Menschen oder natürlich in der Natur. Oder. Wir kommen nachher eben noch zu verschiedenen Anregungen, wie wir die verschiedenen Wohlstandsformen kultivieren können. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Beziehungswohlstand.
Das ist ja etwas, was vorhin mehrfach erwähnt wurde, wie sehr das in unserer Gesellschaft fehlt. Ich habe erwähnt, es gibt dadurch auch dazu auch statistische Erhebungen, die das bestätigen. Und es gibt auch vor allem inzwischen unglaublich viele Untersuchungen, die zeigen, wie unglaublich schädlich das für uns ist. Also es ist überhaupt nicht artgerecht, diese Isolation, in der wir leben. Wir sind soziale Wesen. Und ich spreche jetzt nicht vom Lockdown. Der Lockdown ist ein Thema für sich. Für mich ist der Lockdown eigentlich nur etwas, wo das noch sichtbarer wurde. Ich spreche allgemein von dem Phänomen, dass in den letzten Jahrzehnten wir uns immer mehr vereinzelt haben. Und das hat sehr viel mit unserem Ideal von Unabhängigkeit zu tun oder von der tatsächlichen Unabhängigkeit, die wir voneinander haben, jetzt zumindest was das Materielle betrifft. Und es ist einfach unpraktisch, mit Menschen zusammenzuleben und sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Es kommt zu Konflikten und wir nerven uns und so weiter. Und zugleich, wenn wir traditionelle Kulturen anschauen, haben die Menschen immer auf engstem Raum miteinander gelebt. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil es unsere natürliche Lebensweise ist. Und es gibt sehr faszinierende Untersuchungen auch dazu, nicht nur aus traditionellen Kulturen, sondern auch aus dem westlichen Kulturkreis, dass Menschen, die in intakten Gemeinschaften leben, beispielsweise nicht herzkrank werden. Und das ist eine der Haupterkrankungen, unter denen wir als Gesellschaft leiden. Und ich merke so, ich habe viel versucht rauszuarbeiten, okay, was ist es denn eigentlich, was Beziehungswohlstand ausmacht? Und ich bin auf zwei Aspekte gekommen. Das erste ist die Frage, wo kannst du nackt sein? Wo kannst du einfach du selbst sein? Bei wem musst du nicht so tun, als wärst du irgendwie besser, kluger, schöner, spiritueller, aufgeklärter, achtsamer, was auch immer, als du es tatsächlich bist? Und mir wurde bewusst, dass wenn man, wie die Balinesen zum Beispiel, vom ersten Tag seines Lebens bis zum letzten Tag 24 Stunden am Tag nie alleine ist, dann kann man kein Theater spielen. Und wir in unserer Gesellschaft haben uns einfach angewöhnt, sehr viel Theater zu spielen, auch vor unseren Freunden und Verwandten. Und das führt zu einer Vereinsamung und sogar dahin, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir selber sind. Und der zweite Aspekt neben dem, wo kannst du nackt sein, ist die Frage, wer ist eigentlich wirklich für dich da? Und für wen bist du wirklich da? Auf wen kannst du dich wirklich verlassen? Und da meine ich eben nicht nur, wenn es hart auf hart kommt, auch, aber auch in den kleinen Dingen. Also wie wohl fühlen wir uns damit, Menschen um Hilfe zu bitten? Wie wohl fühlen sich Menschen, uns um Hilfe zu bitten? Weil das sind auch die kleinen Gesten des Alltags, die uns erleben lassen, dass wir eingebettet sind in ein Beziehungsnetzwerk, in ein Gemeinschaftsgefüge, das tragfähig ist. Und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, das keine Form von Versicherung uns geben kann. Gut, gehen wir weiter zur dritten Dimension, Kreativitätswohlstand. Kreativitätswohlstand zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere Talente entfalten können und unsere Gaben teilen können. Und dass wir auch mit diesen Gaben gesehen werden und dass sie geschätzt werden und dass sie empfangen werden von der Gemeinschaft, in der wir leben. Und daher umfasst Kreativitätswohlstand das gesamte Leben. Es ist nicht nur, wie wir arbeiten und es ist nicht nur, wie wir unsere Freizeit verbringen, sondern es ist sowohl als auch, wie wir unsere Beziehungen leben, wie wir unsere Häuser bauen, wie wir alles machen. Und ganz zentral für Kreativitätswohlstand ist in meinem Erleben die Fähigkeit und auch der Raum und die Zeit, immer wieder den eigenen Flow zu finden. Also Flow ist dieser Glückszustand, wo wir surfen an der Kante zwischen Unter- und Überforderung und wo wir so eintauchen in eine Tätigkeit, dass wir uns komplett in ihr verlieren, dass wir die Zeit vergessen, dass wir Hunger und Durst vergessen und dass wir nichts anderes tun wollen als genau das. Und das können wir in sehr vielen Tätigkeiten erleben. Und es ist aber leider eine Fähigkeit, die kleine Kinder zum Beispiel haben und die dann in unserem Bildungssystem fast schon systematisch abtrainiert wird. Und es wird uns auch sehr früh schon gesagt, dass unsere Gaben, so wie wir sie haben, vielleicht nicht unbedingt gebraucht
sind oder erwünscht werden. Dieser Effekt wird leider noch bestätigt durch oder verstärkt durch das Phänomen, dass wir heute auf Knopfdruck die weltbesten Künstler sehen und hören können und dadurch die Illusion entsteht, dass die Talente von Milliarden von Menschen nicht gebraucht werden. Weil, weißt du, wer will mich denn singen hören, wenn man auf Knopfdruck die weltbeste Sängerin hören kann? Und das ist aber ein totaler Trugschluss, weil nichts ersetzt, dass ich selbst singe. Und nichts ersetzt, dass ich die Gaben von den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die ich kenne, höre und bezeuge. Und da passiert eine ganz eigene Form von Gemeinschaft, von Miteinander, von Seelennahrung, die uns weitgehend abhanden gekommen ist. Diese drei Aspekte von Wohlstand, Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand und Kreativitätswohlstand, die bilden eine Art magisches Dreieck. Ich nenne das ein magisches Dreieck, weil sie zusammengehören. Wenn ich zum Beispiel viel Zeit habe, wie viele Menschen jetzt im Lockdown oder in der Arbeitslosigkeit oder in der Rente und kein Beziehungswohlstand und kein Kreativitätswohlstand, dann ist diese viele Zeit kein Zeitwohlstand, sondern ist sehr schwer auszuhalten. Und umgekehrt ist es so, dass eben, wenn wir eben viele Beziehungen haben und viel Kreativität, dann ist die Zeit eben gerade satt und voll und reich ausgefüllt. Also wir brauchen ein gutes Verhältnis zwischen diesen drei Wohlstandsformen, damit wir sie wirklich auskosten und genießen können. Ja, dann gibt es eine vierte Dimension und das ist der spirituelle Wohlstand. Und der spirituelle Wohlstand steht für unsere innere Anbindung, wo wir eben in uns, in unserem Inneren spüren, dass wir leben, dass wir Leben sind und spüren, dass wir ein Teil sind von einem letztlich großen Geheimnis, einem großen Mysterium und wo wir spüren, dass das Leben heilig ist, dass es ein Wunder ist und wo wir mit diesem Erleben in Kontakt sind und zwar im Alltag. Spiritueller Wohlstand ist nicht, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe und einen Gottesdienst besuche. Das kann ein Teil von spiritueller Wohlstand sein in einer Gesellschaft. Alle traditionellen Kulturen haben Rituale, wo sie gemeinsam diese Verbindung stärken, würdigen, kultivieren. Und zugleich habe ich beobachtet, dass in traditionellen Kulturen dieser spirituelle Wohlstand vor allem in den kleinen Handlungen im Alltag lebendig ist. Und ich nehme da in unserer Gesellschaft eine große Leere wahr, die mich sehr schmerzt. Und die äußert sich in allen möglichen Facetten. Und eine davon ist für mich die unglaubliche Hässlichkeit, die vieles durchdringt. Und wie die meisten Institutionen und Prozesse in unserer Gesellschaft so geplant sind, dass darin eben die Heiligkeit des Lebens keinen Platz hat oder auch die Liebe keinen Platz hat. Und deshalb ist die Fähigkeit, Schönheit zu sehen und Schönheit auch zu kultivieren, für mich ein wichtiger Ausdruck von spirituellem Wohlstand. Und die Gesamtheit eben der Dinge zu erkennen und die Verbundenheit von allem immer wieder zu erkennen und zu würdigen, sind für mich ganz wichtige Aspekte von spirituellem Wohlstand. So, dann komme ich zur letzten und fünften Dimension von echtem Wohlstand. Das ist der ökologische Wohlstand, in den alles eingebettet ist. Und der ökologische Wohlstand bedeutet natürlich nicht, dass ich möglichst viele Ressourcen mein eigen nennen kann, die ich benutzen und verbrauchen und konsumieren kann, sondern ökologischer Wohlstand bedeutet, genau wie die anderen Wohlstandsformen, Verbindung. In dem Fall Verbindung zu den anderen Spezies, zu den Ökosystemen, von denen wir ein Teil sind. Ökologischer Wohlstand bedeutet, sich selbst als Teil der Ökosysteme, die uns erhalten und von denen wir ein Teil sind, zu erleben und in der Lage dazu zu sein, tragfähige, nährende Beziehungen aufzubauen zu anderen Spezies,
zum Boden, zur Luft, zum Wasser, zu Pflanzen, zu Tieren. Beziehungen, wo wir genährt werden, wo unsere Bedürfnisse gestillt werden und wo wir nähren und Bedürfnisse stillen, wo die Kreisläufe wiederhergestellt werden. Wenn wir in die Natur gucken, dann funktioniert alles in Kreisläufen und es ist alles ein Geben und Nehmen. Und Zeichen unserer spirituellen Armut ist, dass wir diese Verbindungen ausblenden. Und ich glaube, wir müssen sie ausblenden, weil sie so voller Schmerz sind. Weil diese Verbindungen so stark missbraucht wurden von uns. Aber die Verbindungen sind trotzdem noch da. Das heißt, wenn wir beginnen, ökologischen Wohlstand zu kultivieren, dann begegnen wir zunächst einmal oft sehr, sehr viel Schmerz. Wenn wir anfangen, uns dieser Verbindungen bewusst zu werden und dem Missbrauch bewusst zu werden, uns des Missbrauchs bewusst zu werden, damit wir uns dann dem zuwenden können, damit das heilen kann. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber ein notwendiger Prozess, um wieder in Verbindung zu kommen. Und es ist ein zutiefst lohnender Prozess, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über die 5 Dimensionen von echtem Wohlstand. Und ich habe es schon mal gesagt, sie hängen alle zusammen. Es sind nicht 5 Phänomene, sondern es ist tatsächlich ein Phänomen, was ich hier versuche zu beschreiben. Ich möchte euch jetzt gleich zu einer Übung einladen. Und für diese Übung bräuchtet ihr etwas zu schreiben. Okay, ich hoffe, ihr seid alle soweit. Was wir jetzt machen ist, oder was ich euch vorschlagen möchte, ich habe für euch jetzt noch ein paar Folien vorbereitet, wo ich verschiedene Anregungen drauf habe, wie man bestimmte Wohlstandsformen kultivieren kann. Und die Idee ist, dass wir gehen die Wohlstandsformen nacheinander durch, in der Reihenfolge, wie ich sie gerade auch besprochen habe. Und die Idee ist, dass ihr euch diese Anregungen durchlest und schaut, welche spricht euch am meisten an und wie wollt ihr das angehen? Und teilweise sind es Anregungen, teilweise sind es aber auch Reflexionsfragen. Wenn euch eine Reflexionsfrage sehr anspricht, dann ist es vielleicht einfach okay, damit möchte ich mich befassen. Wie willst du dich damit befassen? Und meine Bitte ist, dass ihr ein bisschen aus eurer Komfortzone geht, dass ihr nicht das auswählt, was ihr sowieso schon macht, super, sondern dass ihr euch vielleicht was auswählt, was gerade über eure Komfortzone hinausgeht, so ein bisschen in diesen Stretch-Bereich oder vielleicht ein bisschen viel in den Stretch-Bereich, sodass ihr euch ein bisschen fordert. Und die Idee ist eben, dass ihr euch für jeden Bereich eine Sache rauspickt und es möglichst konkret auch macht, okay, wie will ich das machen? Und wenn wir dann alle durch haben, gibt es, wie gesagt, nochmal einen Raum, euch auszutauschen mit ein bisschen mehr Zeit, sodass ihr wirklich da ein bisschen in die Tiefe gehen könnt. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Passt das so? Okay, super. Dann legen wir los. Hier haben wir die Anregungen, um Zeitwohlstand zu kultivieren. Und ich weiß nicht, soll ich es vorlesen? Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich es nicht vorlese. Nee, gell? Kann jeder für sich lesen und schauen, was spricht dich an und wie möchtest du das angehen?
Bei uns verschwindet gerade die Frage und wir kommen hier in irgendein E-Mail-Programm. Ich suche nämlich, Entschuldigung. Da habe ich es wieder. Entschuldigung. Okay, ich würde jetzt weitergehen zur nächsten Liste, zum Beziehungswohlstand. Und auch da wieder, schau, was dich am meisten anspricht, notier es dir und schau, wie möchtest du das angehen. Okay, dann würde ich langsam weitergehen zur nächsten Folie, zum Kreativitätswohlstand. Auch hier wieder schau, was dich anspricht und mach dir ein paar Notizen dazu, wie du das angehen möchtest.
Okay, dann würde ich weitergehen zur nächsten Folie. Ich hoffe, das passt für euch. Ich kann die meisten von euch leider nicht sehen. Okay, Birgit nickt. Nicht mal dein Nicken. Ja, jetzt sind wir beim spirituellen Wohlstand. Auch hier wieder ein paar Anregungen. Schau doch mal, was dich anspricht, was dich vielleicht auch ein bisschen herausfordert oder sehr herausfordert. Und mach dir auch hier ein paar Notizen dazu, wie du das konkret angehen möchtest. Okay, wie sieht es aus? Seid ihr soweit? Okay, dann gehen wir zur fünften und letzten Folie, wo es um den ökologischen Wohlstand geht. Und schau auch hier, was spricht dich an, was fordert dich, was möchtest du wie angehen? Okay, dann ist es Zeit, auch mit dieser Folie zum Ende zu kommen. Ich hoffe, ihr hattet genug Zeit, etwas zu finden für euch und habt euch was dazu notiert.
Okay. Ja, danke für euer Teilen, danke für euer Einlassen. Ich habe eine Bitte an euch. Und zwar, neben all den Anregungen, die ihr mitnehmt für euer Leben, sprecht mit anderen Menschen darüber. Sprecht mit anderen Menschen über das, was das Leben wirklich reich macht, was euer Leben wirklich reich macht. Tauscht euch aus. Ich habe gemerkt, wenn wir anfangen, mit Menschen darüber zu sprechen, und zwar mit ganz unterschiedlichen Menschen, kommen wir so schnell auf einen gemeinsamen Nenner. Und das ist so schön zu merken, wie ähnlich wir uns dann doch alle sind und wie viel uns verbindet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sind ganz wichtige Gespräche gerade, dass wir diese Gespräche führen, dass wir einander erinnern an das, was das Leben wirklich reich macht und was echten Wohlstand ausmacht. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das weitertragt, dass ihr andere anstiftet, die Sehnsucht in anderen weckt. Und ja, vielen Dank an Ethik heute, vielen Dank an dich, Birgit, für dein Hosting. Und ja, ich wünsche euch ein reiches Leben. Ja, ich danke auch sehr herzlich, Vivian. Vielen, vielen herzlichen Dank für den tollen Input. Da haben wir wirklich jetzt, da kann der Lockdown noch lange gehen, da haben wir viel zu tun, darüber nachzudenken und es auch umzusetzen. Wobei ich jetzt natürlich nicht den Lockdown verharmlosen will, das war jetzt nicht meine Absicht. Aber wenn wir schon nichts zu tun haben, dann ist das sicherlich gut, über diese Themen nachzudenken, das Buch zu lesen. Wir haben jetzt viele Anregungen bekommen. Ganz herzlichen Dank. Ja, macht's gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.